Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folge 80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch. Und ich habe ein Paket von Zavi bekommen, juhu! Und ich habe da schon mal reingeguckt, ich muss mir den vorbereiten vorher und mal wissen, was da drin ist. Und da habe ich ein schönes Steelbook von Gone in 60 Seconds. Ja! Hey. Mit Nicolas Cage. Und ich habe dieses Steelbook schon hier einmal in dieser weißen Collection, aber mir gefällt ganz ehrlich das hier wesentlich besser als das hier. Natürlich hätten wir auch hier dieses Motiv auf Steelbook drucken können, aber natürlich muss Zavi sich davon abheben und deswegen gibt es eben dieses Motiv. Der Film ist aus dem Jahre 2000 und ist die Neuverfilmung von Die Blechpiraten aus dem Jahre 1974. Und es gibt eine Kinofassung, die 113 Minuten geht und einmal den Director's Cut, der 122 Minuten geht. Ja, hier bin ich etwas entsetzt, denn der Film geht nämlich hier 117 Minuten. Und so wie es ausschaut, ist hier auch nur die Kinofassung enthalten. Und auch bei der ist auch nur die Kinofassung enthalten. Der Nicolas Cage spielt mit. Ich fand den Film richtig klasse, vor vielen Jahren. Ich habe ihn schon lange mal gesehen. Aber wird sich jetzt auch ändern, jetzt im schönen Blu-ray, auf der schönen Blu-ray. Denn auch dieses Zavi Steelbook hat einen deutschen Ton. Ja, sehr geil, juhu. Finde ich echt klasse. Hat auch noch Französisch, Italienisch, Spanisch und natürlich auch Englisch und eben auch Deutsch. Und jetzt kommen die Mani vorbeigezischt. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Teil und natürlich hat auch einiges an extra drin. Und zwar der große Sprung und Movie Showcase. Du schlägst an mir? Was ist denn mit dir los? Nicht kratzen? Ja. Auf jeden Fall, jetzt machen wir einfach mal das schöne Teil auf und gucken uns das mal genau an. Aber ich sehe schon, leider, warum sage ich wohl leider? Leider gibt es bei diesem Teil keine Prägung. Nein. Aber was ich sehr cool finde, ist, dass Gone in 60 Seconds nämlich glänzend ist. Und das Steelbook an sich eigentlich eher matt gehalten ist. Und auch wenn man drüber langt, es fühlt sich anders an, wie jetzt die normale Oberfläche vom Steelbook. Oben drüber ist eben Nicolas Cage. Sehr cooles Teil. Ist, denke ich mal, nicht so Fingerabdruck gefährdet wie andere. Und schaut echt richtig sehr schön und hochwertig aus. Das Bein eben hier, Gone in 60 Seconds, auch sehr toll. Und dann machen wir mal auf und hier befindet sich dann eben wieder die blaue Blu-ray-Disc drin, wie man es eben gewohnt ist von Zavi. Und hier schaut es aus wie der Motorblock, echt cooles Teil, gefällt mir richtig gut. Und die Rückseite eben zeigt Nicolas Cage mit dem Auto ein bisschen, recht dunkel gehalten, aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Steelbook. Und kann man echt nicht mehr gern. Vor allem mit deutschem Ton, echt klasse. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal bei Zavi vorbeischauen. Vielleicht könnt ihr sie mitnehmen. Oder wartet noch, bis es etwas günstiger ist. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mich, wenn ihr wollt, hier unten abonnieren. Wenn ihr wollt. Und bis denne, euer Fäusen 80. Tschüss. Peace.